Herzlich willkommen zu diesem Video. Es geht hier um die automatische Sterndreieckschaltung. Diese wird eingesetzt, um bei Drehstrommotoren mit einer Anschlussleistung von mehr als 5,2 kVA die Anlaufströme herabzusetzen. Voraussetzung, um diese Schaltung einsetzen zu können, ist es, dass der Motor nicht unter Volllast hochgefahren werden muss. Denn in der Sternphase zum Beginn des Anlaufens kann der Motor nur etwa ein Drittel der Leistung bringen, die er später bringen kann, wenn er in den Stern geschaltet ist. Es ist also so, dass zunächst der Motor im Stern bis zu einer gewissen Drehzahl hochschaltet und nach einer bestimmten Zeit in das Dreieck umgeschaltet wird. Im Hauptstromkreis wird das Ganze so bewirkt, dass in der Sternphase das Schütz Q2 und der Schütz Q1 eingeschaltet sind. Dadurch sind die Wicklungsenden auf der einen Seite mit den drei Außenleitern L1, L2, L3 verbunden und auf der anderen Seite über diese Sternbrücke kurz geschlossen, sodass die einzelne Wicklung jeweils an 230 Volt liegt. Nachdem eine gewisse Zeit vergangen ist, erfolgt die automatische Umschaltung auf das Dreieck. Wenn das passiert, wird diese Sternbrücke rausgenommen und stattdessen der Schütz Q3 hinzugeschaltet. Das bewirkt, dass die Wicklung auf der einen Seite nach wie vor mit den drei Außenleitern L1, L2, L3 verbunden sind, die nun aber auch mit den anderen Enden jeweils an die drei Außenleiter angeschlossen sind, sodass die einzelnen Wicklungen jetzt an 400 Volt liegen und nicht mehr wie zuvor an 230 Volt. Der Hauptstromkreis muss also Folgendes bewirken. Er muss in der Sternphase das Schütz Q2 und das Schütz Q1 einschalten. Dann muss die Umschaltung erfolgen, sodass dann Q2 eingeschaltet bleibt, aber statt Q1 Q3 hinzugeschaltet wird. Was niemals passieren darf bei dieser Schaltung ist, dass Q3 und Q1 gleichzeitig eingeschaltet wird, denn das würde bedeuten, dass sich diese Sternbrücke direkt auf die drei Außenleiter schalte, sodass also ein vollkommener Kurzschluss entstehen würde, der natürlich die Sicherung zum Auslösen bringen würde und möglicherweise auch einen erheblichen Schaden anrichten würde. Kommen wir nun zum Steuerstromkreis für die automatische Sterndreieckschaltung. Wenn ich diese Schaltung in Betrieb nehmen möchte, werde ich S2 betätigen. Mit dem Betätigen von S2 wird über diesen Pfad die Spule von Q1 eine Spannung bekommen, sodass die Öffner öffnen und die Schließer schließen. Zunächst wird dieser Öffner öffnen, sodass Q3 auf gar keinen Fall mehr eingeschaltet werden kann. Denn wie wir bereits gesehen haben, im Hauptstromkreis dürfen Q1 und Q3 auf gar keinen Fall gleichzeitig eingeschaltet sein. Das wird durch diese Verriegelung sofort bewirkt. Indem Q1 eine Spannung bekommen hat, ist gleichzeitig das Zeitrelais K1 in Betrieb genommen worden. Es ist auch dieser Schließer geschlossen worden, sodass auch Q2 eingeschaltet wird. Q2 wird daraufhin diesen Schließer schließen, sodass sich Q2 über diesen Pfad ab jetzt selber hält. Q2 wird so lange, wie der Motor läuft, in Betrieb bleiben. Erst dann, wenn ich den ganzen Motor wieder abschalte, indem ich S1 betätige, wird Q2 wieder herausgenommen. Das Zeitrelais, das ich ja durch Einschalten mit in Betrieb genommen habe, wird nach einer gewissen Zeitdauer diesen Öffner öffnen. Wenn dieser Öffner geöffnet wird, wird der zuvor geschlossene Schließer an dieser Stelle wieder öffnen. Der Pfad geht wieder auf, aber der Schütz Q2 kann sich über seinen eigenen Selbsthaltekontakt selber halten. Gleichzeitig, da Q1 nun wieder abfällt, wird dieser zu Beginn der Inbetriebnahme geöffnete Öffner wieder schließen, sodass Q3 jetzt eingeschaltet werden kann. Q2 hatte ja mittlerweile diesen Kontakt auch geschlossen, sodass also hier tatsächlich Q3 in Betrieb geht. Zusammenfassend ist es also so, dass zu Beginn der Inbetriebnahme zunächst dieser Sternpunkt in Betrieb genommen wird. Ganz kurze Zeit danach geht Q2 in Betrieb, sodass die einzelnen Wicklungen an 230 Volt liegen.
Nach Ablauf der Zeit wird das Sternschütz abgeschaltet und dafür wird Q3 in Betrieb genommen, sodass jetzt die Entwicklungen des Drehstrommotors an 400 Volt liegen und der Motor somit seine volle Leistung bringen kann. Wie diese Zeit einzustellen ist, das ist von Fall zu Fall unterschiedlich und kann hier in diesem kleinen Video nicht geklärt werden. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit.